bin jetzt vielleicht hier gerade momentan einen Tick stärker, aber wir holen wieder auf. Okay, danke. Die Hoffnung stirbt zuletzt auch für den jungen Japaner, für Daiki Ito. Obwohl er seinen Versuch abbricht, der schwach war. Gestern in Hakuba, der 18-Jährige, noch auf Platz 9. Das sah heute, zumindest nach dem ersten Durchgang, so aus, als ob er wieder in die Top 10 reinspringen könnte. Aber mit 106,5 Metern im zweiten Versuch. Natürlich viel zu wenig Argumente in Sachen Weite, um am Ende ein Top-Resultat noch einmal hier vorzulegen. Es kommt der beste Japaner der letzten Jahre, entscheidender Mann an dem Silbermedaillengewinn im Val di Fiemme für die japanische Mannschaft. Springer aus Sapporo und die einzige Hoffnung vielleicht, hier wieder ein Top-10-Resultat hinzulegen für ihn nach einem Versuch, den er aber auch nicht ausreizt und schwächer war. Die Japaner allesamt schwächer im zweiten Versuch als im ersten Durchgang. Rutscht mehr oder weniger durch. Das Leiden der Samurai hier, der Japaner, die hinter den Top 10 mannschaftlich geschlossen noch ein Resultat vorlegen konnten nach Durchgang 1 und jetzt durchgereicht werden, da die besten 9 Springer oben noch warten mit dem Weltmeister von 1995, mit Tommy Ingebrigtsen. Wenn der gut wegkommt, dann geht es auch weit bei ihm. Anlauf war okay und die Weite ist es auch. Tommy Ingebrigtsen mischt sich zumindest vorerst vorn mit ein. Meter, das müsste eigentlich mit der Vorgabe aus dem ersten Durchgang natürlich reichen für den ersten Platz. Für Ingebrigtsen und er freut sich natürlich. Und Mika Kojonkoski tut es auch. Seit anderthalb Jahren betreut er die Mannschaft der Norweger und die Fortschritte im Team der Skandinavier, seit sie von dem Trainer aus Kuopio aus Finnland betreut werden, sind nicht zu übersehen. Ein zweiter Platz in dieser Saison schon beim Weltcup, bei der Tournee in Innsbruck. Und jetzt der Versuch. Wiederum ein gutes Resultat hier zu erreichen. Er hat versucht, diesen Winkel zwischen Ski und Körper gering zu halten, aber hat zu wenig Schwung mitgenommen in den Versuch hinein. Dieses Abknicken des Oberkörpers, das wir bei den Finnen und Norwegern kennen. Aber 108,5 Meter sind für den Flieger, für Veli Matti Lindström, kein gutes Resultat. Und damit bleibt er auch in der Weltcup-Gesamtwertung hinter Michael Uhrmann, denn er war auf Position 9 und kann hier in diesem Fall keine Punkte gut machen. Der Bayer Uri Uhrmann im Moment 8. Angeführt wird das Klassement von Tommy Ingebrigtsen vor Martin Schmidt. Einer der jungen Finnen, war ein bisschen spät gewesen, also beim Absprung 115 Meter. Und auch zu sehen bei diesen Versuchen jetzt, das galt sicherlich auch bei den Japanern schon, dass sie kaum noch Wind hatten, keinen Teppich, auf den sie sich auflegen konnten. Während im Fokus natürlich
der überragende Springer aus Lahti steht, Jana Ahonen. Und das Zeichen für den überraschenden Tourneegewinner für Sigurd Pedersen kommt. Die ersten zwei Springer hat er dort gewonnen. Liegt gut in der Luft. Und das wird auch ein ordentlicher Versuch. Er hat ja bei den ersten Auftritten nach der Tournee auch so ein bisschen mit der Form gehadert. Hat Lieberetz ausgelassen. Und 116 Meter sind am Ende aber für ihn. Nach den großen Ansprüchen, die natürlich gewachsen sind mit dem Sieg bei der traditionellen Tournee beim Grand Slam der Skispringer, gewachsen, ein sechster Platz für den Studenten, der in einer WG in Oslo lebt, am Ende sicherlich zu wenig. Das zweite Springen in Zakopane hat er gewinnen können. Er profitiert wie kaum ein anderer Springer vom Absprung, von seiner unglaublichen Absprungkraft. Sie sehen es, wie er hoch aufsteigt, sofort Wind dann unter die Skier bekommt und einen wunderbaren Versuch hinlegt. Klasse Leistung von Martin Höllwart. Gut das Tempo mitgenommen mit 88,9 Stundenkilometer. Die zweitschnellste Anlaufgeschwindigkeit hinter Martin Schmidt und mit der Weite von 126,5 Metern, auch wenn er nur einen halben Meter kürzer war als Ingebrigtsen im Moment. Die Führung in dieser Konkurrenz und es sind nur noch drei oben. Matti Hautamäki, der im Weltcup vor der Tournee das Klassement angeführt hat, Roar Ljøkelsøy, der Norweger, und natürlich Jana Ahonen. Jetzt die Entscheidung. Drei Springer noch. Und es geht um die Plätze auf dem Treppchen. Der Skiflug-Weltrekordhalter und Gewinner des Springens gestern ist unterwegs. Und er ist schlecht unterwegs. Das wird nichts für Hautamäki. Damit die Österreicher in jedem Fall schon wieder einen Platz auf dem Treppchen. 121,5 Meter. Also nur Dritter und es sind noch zwei Springer oben. Zwei Springer sind noch da. Die Entscheidung in Sapporo reift heran. Roar Ljøkelsøy. Seltsame Musikvorlieben, Metallica und Bach, eine ungewöhnliche Mischung. Ich sagte es, er am Anfang der Saison bärenstark, gleich das zweite Springer hat er gewinnen können. In Kuusamo ist sehr gut unterwegs, ist weit und ein glänzender Versuch von Roar Ljøkelsøy. Mit 89,4 Stundenkilometern bejubelt Mika Kojonkoski, die bislang größte Anlaufgeschwindigkeit hier in diesem zweiten Durchgang. Und er münzt das Ganze um in eine glänzende Weite. 133,5 Meter hier auf dieser Schanze, auf der der Schanzenrekord ja bei 141 Metern steht. Gehalten von Herr Rader. Die bislang größte Weite in diesem zweiten Durchgang. Die größte Weite im ersten Durchgang, die hatte er hingelegt. Jana Ahonen, 135 Meter. Der 18. Weltcup-Sieg für ihn, Fragezeichen. Oder ein zweiter Platz. In jedem Fall aber wiederum wichtige Punkte für den Finn auf dem Wege zum vielleicht ersten Weltcup-Gesamterfolg seiner langen, langen Karriere. 11 Jahre ist er schon unterwegs mit einer Beständigkeit, die wirklich herausragend ist. Auch jetzt liegt glänzend in der Luft und fliegt wieder weit. Was hat der für eine Chuzpe, das auszureizen, aber nicht so weit. Ich glaube, nicht ganz so weit wie Ljøkelsøy, aber es müsste wohl nach dem glänzenden Versuch, dem ersten Versuch, reichen für ihn. Jetzt kommt die Weite. 129 Meter nur im zweiten Versuch. Und damit ist es nichts geworden für einen Erfolg. Für den Finn Tominikon gratuliert hier Mika Kojonkoski. Den Roar Ljøkelsøy hat am Ende diese Konkurrenz hier in Sapporo für sich entscheiden können. Mit einem glänzenden zweiten Sprung ist am Ende der Sieger vor Jana Ahonen. Martin Höllwart erneut auf dem Treppchen, profitiert von seinem starken Absprung. Und als bester Deutscher in der Konkurrenz
auf Platz 6 mit einem ordentlichen Resultat. Am Ende Martin Schmidt. Wir gucken mal schnell, ob wir die Resultate der anderen Deutschen noch kriegen. 22. ist Jörg Ritzerfeld und 14. wird Michael Uhrmann. Zumindest der zweite Durchgang von Uri und auch von Martin Schmidt. Noch ein bisschen versöhnlich an einem insgesamt nicht großen Tag für die deutsche Mannschaft. Die dominierenden Springer kommen nach wie vor aus Skandinavien. In diesem Fall heißt der Sieger von Sapporo Roar Lökkelzeu. Wollen Sie noch mehr vom Wintersport sehen? Gleich. Mit Warsteiner. Ja, Jens-Jörg Rieck hat es gesagt, ein versöhnlicher Abschluss dann am Ende von 14 auf 6 Martin Schmidt hoch, das lässt doch hoffen. Die große Zahl der Starter hier, die große Konkurrenz und auch die Unterbrechungen, die wir hatten, hat jetzt dafür gesorgt, dass die Kollegen der Tagesschau schon warten. Für 7.45 Uhr waren sie ja.